Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Der Frühling steht vor der Tür. Der Schnee ist geschmolzen und man kann, naja, es ist, der Schnee ist geschmolzen. Aber wenn du das hier siehst, hatten wir wahrscheinlich ein fantastisches Wochenende. Denn die Wettervorhersage für dieses Wochenende war wirklich schon sehr, sehr gut. Knapp 20 Grad, kein Regen und das bedeutet Kurzhosenwetter. Wobei bei mir eigentlich alles ab 10 Grad Kurzhosenwetter ist. Aber ich bin ja auch nicht der Maßstab. Wie du uns schnell erkennen kannst, geht es heute wieder auf die halbe Ruhrwart. Leider habe ich mein Enduro über den Winter arg vernachlässigt. Wenn man das tut, dann geht auch die Kondition flöten. Deshalb muss ich mich jetzt nach und nach wieder an das Thema ranwagen. Und für solche Sachen ist die Halter Ruhrwart optimal. I've been steady sitting on my anus. I'm so contemporaneous, in love with my behavior. But really, I could probably try and be something greater. Fucking on my favorite. You could tell me something different, but I probably wouldn't listen. No, I probably wouldn't listen. The word that's the ego. Scared is taking over. But fuck it, if it's fun to run my tongue up on these road fronts. But I know I could lose it all if I'm not careful. I sound scared. Hope you feel that my heart's there though. Und wie immer im Leben, wenn es erstmal abwärts ging, geht es danach auf jeden Fall auch wieder hoch. So auch in diesem Fall. Und mein Weg sollte mich jetzt rüber auf die Nordseite der Halde führen, wo der XC Downhill auf mich wartet. Mental hätte ich mit diesem kleinen Penner nämlich noch ein Hütchen zu rupfen. Ich habe ihm nach wie vor noch nicht verziehen, dass dieser kleine widerspenstige Baum mir damals die Bestzeit kaputt gemacht hat. Wenn ich Bestzeit sage, meine ich vermutlich Handgelenk. Alles andere ist Geschichte. Nebenbei bemerkt, finde ich die geänderte Streckenführung an dieser Stelle echt scheiße. Und was den Schotter angeht, ach, lass mir es einfach. Das Einzige, was mir jetzt noch die Frühlingsstimmung verderben kann, ist meine Hasskurve. In dieser hat mich am 1.5.2019 ein kleiner gemeiner Baum zu Fall gebracht. Ich war damals ziemlich zügig unterwegs und dachte eigentlich alles im Griff zu haben, was man ja immer so denkt, bevor man sich übel aufs Maul legt. Und dann in der jetzt gleich folgenden Kurve haut's mich gerissen. Also genau genommen hat der Baum an meinem Lenker gerissen. Ich verlinke dir das Video mal oben in der Infobox. Seit dem Sturz habe ich diese Kurve bisher nicht mehr wirklich richtig fahren können. Ich bin mal gespannt, wann der Knoten im Kopf endlich mal platzt und ich hier wieder mal eine entspannte Abfahrt hinlegen kann. Weil es heute insgesamt sehr gut lief und ich wirklich gute Laune hatte, dachte ich mir, ich mache das noch ein zweites Mal. Denn ich denke, nur so bekomme ich den Knoten auch irgendwann mal zum Platzen. Üben, üben, üben. Und dann nach und nach an sein Limit tasten, bis dann irgendwann das gewünschte Ergebnis wieder dabei herumkommt. Und ganz wichtig, eine Komponente dabei nicht aus den Augen verlieren. Den Spaß. Denn im Grunde mache ich das ja hier tatsächlich alles nur zum Spaß. Und natürlich für die Likes und Abos und den Fame. Was quasi der versteckte Hinweis ist, dieses Video jetzt zu liken und mir ein Abo dazulassen, solltest du mir nicht eh schon folgen. Das war billig. Das war so billig. Naja, wie gesagt, ich bin ja Hobbysportler und ich mache das Ganze hier tatsächlich in erster Linie nur zum Spaß. Und der darf dabei nie aus den Augen verloren werden. Wobei, wo war gerade auch der Spaß im Uphill? Nee, war nur ein Witz. Ach, ist das nicht herrlich. Ein laues Lüftchen weht, die Sonne scheint, all die Sorgen des Alltags mal für eine Stunde lang wegdrücken. Die Kondition spielt auch mit, der Zustand der Trails ist so lala. Aber alles in allem ein wunderschöner Freitag. Auf meiner Lieblingshalde vor meiner Haustür. Und wie es der Zufall nun mal so will, trifft man an solchen Tagen auch treue Freunde und Weggefährten.
was tatsächlich so nicht geplant war. Deshalb war die Freude umso größer. Leider musste unsere sonst doch so herzliche Begrüßung diesmal etwas kleiner ausfallen. Aber das ist halt der aktuellen Situation geschuldet. Und nachdem ich wieder Luft hatte, entschieden wir uns für eine gemeinsame Abfahrt auf dem XC Downhill. Immer eine Überraschung bereithalten kann, das sehen wir jetzt. Das gibt's doch nicht. Aber wir nahmen das Ganze mit Humor und sind dann weitergefahren. Wir wollten dann nochmal die Halde hoch und für mich war es Zeit, langsam wieder nach Hause zu fahren. Es war für mich ein grandioser Tag mit einem grandiosen Abschluss. Das Wetter, die Temperaturen, die Halde, das macht Lust auf mehr. Ich freue mich jedenfalls auf ein hoffentlich entspannteres Bike-Jahr 2021 und ich freue mich auf viele gemeinsame Kilometer mit Tobi, den Leuten von der Mittwochsrunde und vielleicht auch euch. Und wenn du dieses Video siehst, hoffe ich, dass auch du das Wochenende gut nutzen konntest. Für was auch immer. Und so nähern wir uns unausweichlich dem Ende dieses Videos. Hoffentlich konnte ich dich mit meinem Video ein bisschen unterhalten und du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Das Battle um Likes und Abos haben wir ja schon erledigt und so bedanke ich mich nur noch bei dir fürs Zuschauen, wünsche dir einen angenehmen Tag und verabschiede mich mit meinem obligatorischen Glück auf.